Herzlich willkommen zurück bei Seasons of Fall. Wir sind natürlich auf dem Weg nach oben. Und dieser Baum bringt uns hoffentlich jetzt irgendwie in Richtung des Expressfahrstuhls, wie ich ihn genannt habe. Ich springe jetzt hier einfach mal in diese Richtung. Ich glaube, dass das irgendwie uns weiterbringen kann. So, der fliegt nämlich... Fliegt der wieder nach oben oder nach unten? Ich weiß nicht mehr, wo dieser Fahrstuhl ist. Man hat es ja nur kurzzeitig gesehen. Aber ich glaube, dass wir irgendwie zurück mussten. Hier ist er. Na also. Ha! Zack! Voila! Ich glaube, das war der Gipfel. Also es war, glaube ich, schon über dem Gipfel. Huch! War das jetzt richtig? Wieso bin ich denn jetzt wieder im Laubwerk? Hier öffnen sich die ganze Zeit neue Wege. Ich weiß bloß nicht, ob die irgendwie das sind, was wir brauchen. Weil, ich meine, ja klar, ich kann jetzt den Herbst hervorholen und dann komme ich hier wieder hin. Aber das bringt mir das. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, muss ich gestehen. Denn ich weiß nicht so recht, wo ich hin soll. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir mit dem Gipfel noch nicht ganz fertig sind, ehrlich gesagt. Was ist das denn hier? Ach, das war so eine Ecke, die ich befreit hatte. Aber hier gibt es ja wirklich nichts mehr. Wieso war das denn noch nicht aktiviert? Hatte ich das etwa vergessen? Habe ich das vorige Rätsel einfach ohne den Fahrstuhl, den Expressfahrstuhl absolviert? Das könnte natürlich sein. Na, hier gibt es auch nichts. Doch, warte mal. Warte mal, hier kommt man hin. Hier kommt man an. Ich glaube, ich werde jetzt nochmal zurückgehen auf den Gipfel und mal gucken. Das hier war ja der Bereich, in dem wir diese Zeichen eingeben mussten. So. Dann mussten wir aber erst runter und dann hoch. Aber das wäre jetzt ja sehr ungünstig, wenn wir jetzt komplett den Gipfel verloren hätten. Und eigentlich aber noch dort zu tun hatten. So, das war Richtung Gipfel hier. Nee, wir haben alle vier Blüten hier. Also das ist es wohl nicht gewesen. Gab es hier nicht auch irgendwie so eine Art Karte? Nee, anscheinend nicht. Also, man hat uns ins Laubwerk gebracht. Jetzt, normalerweise ist es ja bei einem Spiel eigentlich so, dass man seiner Intuition so ein bisschen freien Lauf lassen sollte. Weil natürlich der Entwickler daran interessiert ist, dass man als Spieler auch den richtigen Weg findet. Das heißt, er hat uns jetzt eher in diese Richtung gebracht. Aber warum diese... Jetzt sind wir im Bergkamm. Bin ich echt ein bisschen überfragt. War hier nicht auch nochmal so ein Fahrstuhl, der uns nach oben bringen konnte? Naja, das sieht... Irgendwie ist das hier verkehrt.
Hier weht der Wind, aber trotzdem keine Ahnung, was der will von uns. Hier konnte man schnell hinreisen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt eher irgendwo anders noch hin müssen, um die letzte Luft zu befreien, oder nicht? Also das schien mir doch eher so. Wir haben nur noch eine Gefahr, beziehungsweise eine Angst, die Knospe hat, die wir noch irgendwie, stehlen müssen. Oder von ihr entfernen müssen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir in diesem Bereich zwar jetzt alles aufgeräumt haben, aber das nicht unbedingt der Bereich ist, wo wir die Angst fortschaffen können. Und wie komme ich jetzt hier eigentlich wieder raus? Nein! Das war das jetzt richtig? Ah, anscheinend. Sehr gut. Nein, war nicht richtig. Damn it. Dann war ich in der falschen Jahreszeit. Ah, sowas behält man aber auch nicht, muss man ganz klar sagen. Also, wenn man hier jetzt zwei, dreimal entlang gelaufen ist, das ist ja ein komplexes Rätsel im Endeffekt. Da. Foxtrot! Komm ich da hochgesprungen? Na, ich hoffe doch. Na, also. Stopp. Nicht, dass ich da irgendwo runterfalle, wo ich nicht runterfallen soll. Immer schön langsam vorangehen. Aber es scheint zu klappen. So, ich befinde mich jetzt bin ich mal gespannt, im Heiligtum. Jetzt mal gucken, ob uns das Heiligtum irgendwas weitergibt oder ob wir ganz woanders hin müssen. Was ich ehrlich gesagt so ein bisschen befürchte. Aha, hier wurde uns der Weg abgeschnitten gerade. Ah, vielleicht müssen wir doch einfach nur zurück ins Heiligtum. Immerhin haben wir ja irgendwas hingekriegt. Oder aber wir müssen nach unten irgendwie. Das könnte auch sein. So, aber wir sind gleich am Heiligtum. Hier, was ist das hier? Da haben wir aber nur einen von und nicht zwei. Das heißt also, vielleicht, das war dieser Traum, den wir hatten. Vielleicht ist das so eine Art Versöhnung oder sowas. Und wir müssen noch einen zweiten finden. Jetzt habe ich so in Erinnerung, dass wir hier auch irgendwie nach unten weitergehen konnten. Nicht nach oben zum Gipfel, sondern weiter nach unten zu dem Teich. Und hier fehlen uns tatsächlich noch zwei Blüten. Na also, das sieht doch gut aus. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Mussten uns ein wenig orientieren. Hier geht's aber weit runter. Ja, da geht's sogar sehr weit runter. Ach nee, das ist richtig. Okay. Okay. Plam. Vielleicht kommt der Fuchs aus 2000 Meter Höhe angereist. Aha, das kennen wir doch irgendwo her. Das haben wir doch schon mal gesehen. Zack und zack. Cool. Platsch. Ja, nochmal. Nice. Das sieht super aus und das ist der letzte Felsen tatsächlich. Das war jetzt unerwartet. Altar unter Wasser, Errungenschaft freigeschaltet. Nice. Was war das denn für ein Sturm? Vier Altäre, vier Hüter.
ganz schön mystisch. Das Heiligtum ruft uns zu sich. Ich bin noch viel zu schwach, um diese Aufgabe ganz allein zu bewältigen. Bin schon unterwegs. Hier haben wir wieder eine Abkürzung. Hoffentlich. Ja. Die uns dorthin bringt, wo wir hin sollen. Gott sei Dank gibt es diese Expressrouten. Sonst wäre das doch ganz schön schwierig. Tja, man steht da leider trotzdem immer wieder mal vor einer Sackgasse und weiß nicht wohin. Wo ist denn jetzt diese Expressroute hingebracht worden? Ach, guck mal an. Nehmen wir auch noch einen. Aha. Der bringt uns erstmal zum Anschlussbahnhof der anderen Expressroute. So würde ich das verstehen. Oder auch nicht. Merkwürdig, merkwürdig. Das waren zwei unterschiedliche Routen. Können wir denn hier noch irgendwas machen? Ich muss doch wieder zurück. Ich muss doch zum Heiligtum. Würde ich jetzt denken. Das hat er ja gesagt. Also das sollten wir auch lieber mal machen. Zurück zum Heiligtum. Auch wenn das hier jetzt irgendwie sehr merkwürdig ist, dass wir diesen... Jetzt bin ich doch etwas unsicher. Nachher sind das so Goodies, die optional sind. Und die will ich natürlich schon auch ganz gerne haben. Sowas wie dieses Versöhnungsding da. Ich mach das mal. Ich guck da jetzt mal etwas genauer hin. Wir haben ja Zeit, ja? Die fangen sowieso nicht an ohne mich. Ich bin einfach viel zu VIP, als dass sie das Ritual ohne mich starten würden. Also kann ich noch ein bisschen Sightseeing machen. So. Die Frage ist, was gibt's hier noch? Also da nach oben konnte ich nicht, aber ich konnte vielleicht hier weiter. Ja, konnte ich. So. Und nun? Laufen weiter, weiter, weiter. Finden wir hier noch was, wo wir vielleicht schlafen können? Mal gucken, ob wir hier alle Blüten haben. Schlammloch. Im Schlammloch haben wir alle Blüten, anscheinend. Nun gut. Dann, also so weit kann ich mir das jetzt eigentlich nicht vorstellen. Ich hätte das jetzt noch sinnvoll gefunden oder so, wenn mir jetzt im Schlammloch irgendwelche Blüten gefehlt hätten. Dann hätte ich mir das vorstellen können. Aber so nun mal nicht. Nun gut, wir haben lieber einmal mehr nachgeschaut, als später irgendwas nicht gefunden zu haben. Dann würden wir uns jetzt wieder zum Heiligtum bewegen. Trotzdem erstaunlich eigentlich, dass man hier in diesem ganzen Spiel sich so gut zurechtfindet dann am Ende noch. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass ich völlig orientierungslos laufe und dann ist man aber doch irgendwie richtig gelaufen. Glücklicherweise. Aber das ist gutes Level-Design, sowas. Wenn der Spieler intuitiv den richtigen Weg findet. Obwohl das auch nicht immer der Fall gewesen ist jetzt. Muss man ja auch sagen. Heiligtum. Da sind wir doch. Ich mach mal Frühling, weil das einfach schöner ist. Und ich kann's. Ich mach mal Frühling, weil ich kann. Das ist ein schöner Spruch. Den würde ich gerne in Real Life auch sagen können. Ja, da haben wir immer noch nur eins. Aber nun gut. Das Heiligtum ruft uns zu sich und wir können hier nichts machen. LOL. Wieso kugelt denn das jetzt nur hier? Und nicht bei allen.
Hier sind auch nochmal so zwei solcher Steine, als müssten wir da auch nochmal vier von diesen Dingern irgendwie zusammenfinden oder so. Das Heiligtum ruft uns zu sich und wir können überhaupt nichts machen im Heiligtum. Jetzt habe ich so lange über gutes Leveldesign gesprochen und dann sowas. So, waren wir hier unten eigentlich schon mal? Brunnen. Hier fehlen auch noch zwei Blüten. Na, dann lass uns doch hier mal weiter forschen. Ist wirklich ein bisschen Exploration. Ja, beim Brunnen fehlen auf jeden Fall noch Sachen, die wir brauchen. Nice. Ich mag diese Expresswege. Eigentlich führen die auch immer zu irgendwas. Vielleicht hätte ich doch bei dem Schlammloch noch weiterlaufen sollen. Kann gut sein. Ja. Zeig uns ruhig den ganzen Weg. Anstelle... anstelle des Startpunktes und so. Weiß man immer nicht, wo man hin muss, aber das scheint uns jetzt doch irgendwo anders hinzubringen. Das ist doch schon mal ganz gut. So, dann gucken wir hier mal weiter. Ich glaube, wir sind doch wieder irgendwie im Untergrund gelandet. Haben wir hier? Ach so, ein Vieh. Ja. Aber brauchen wir das? Brauchen wir das nicht? Ich habe keine Ahnung. Waren wir hier schon mal? Ich kann mich hier nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Also an diese... das war knapp. Doch, ein bisschen an diese Gesteinshöhle kann ich mich schon erinnern. Nee, wir müssen weiter nach unten. Wenn wir denn wirklich weiter wollen. So, den nehme ich mal mit. Zack. Der springt nach unten. Hier können wir nicht weiter. Okay. Ich habe halt keine Ahnung, ob das hier in irgendeiner Form sinnvoll ist, was ich gerade mache und ob ich in die richtige Richtung laufe. So, jetzt haben wir das Vieh da drin. Das bringt ja auch nichts. So. Hier ist Ende der Fahnenstange. Okay. Das scheint irgendwie eine Art Rätsel zu sein. Beinahe wäre ich runtergefallen. Ich weiß ja nicht, was mit diesem Vieh da los ist. Lol. Ach so. Warte mal. Bin ich jetzt hierher gekommen? Boah, ich bin so verwirrt gerade. Unfassbar.
bin ich wieder jetzt bin ich hier wieder hochgekommen. Na super. Hat sich ja voll gelohnt, diese ganze Reise. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwas erreicht hätte, sondern ich habe einfach nur einmal so eine Art Kreisbewegung gemacht. Nun gut, hier geht es wenigstens weiter nach unten. Gucken wir mal in diesem Bereich weiter. Aha, hier gibt es wieder was. Gucken, ob das eher zurückführt oder... Ja, das sieht aus, als würden wir damit schnell wieder zurückkommen. Nur was das bringt, ist die Frage. Oh, lol. Da ist wieder ein Pilz über. Knapp, aber hier waren wir auch schon. Aber schwimmen wir hier nochmal durch? Ich meine, es sieht halt schon geil aus auch, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Ach ja, mit euch hatte ich doch auch schon was zu tun gehabt. Sollen wir da jetzt nochmal durch? Es ist halt alles möglich. Ich kann mich halt weiterhin überall durchbewegen. Nur kriegt man halt so gar nicht Bescheid, ob man irgendwie in der richtigen Ecke ist oder nicht. Schön, dass ich am Anfang der Folge das Leveldesign noch total als gut verteidigt habe und jetzt so gar nicht mehr weiß, wo ich lang muss. Schön! Wieder hier. So, jetzt hat er alles aufgeschluckt. Und nun können wir hier irgendwas machen. Scheint irgendwie nicht so, ne? Tja. Bin gerade tatsächlich etwas verunsichert, ob das richtig ist, was ich hier mache. Den zwei Blüten, das ist nun mal ein Fakt. Also irgendwas können wir hier noch machen. Nur ob man sich hierbei in die richtige Richtung bewegt. Ah, man kam dann doch noch in ein... Ach, guck mal hier, Wasserfall, gar keine Blüten. Das ist auch nicht unbedingt richtig. Gucken wir doch hier noch mal weiter. Vielleicht können wir auch noch mal mit dem Wächter sprechen. Ich glaube, die Blüten sind ungefähr diese kleinen Altäre. Das ist tatsächlich was Neues hier. Kotzende, fliegende Pflanzen. Okay, das trägt uns auf jeden Fall weiter in einen Bereich, den wir noch nicht kennen, würde ich jetzt mal denken. Frage ist, wo das sich befindet. What the fuck ist das?
gehe ich doch mal ganz kurz in einen anderen. Ach was. Damit kann ich da ranspringen. Lol. Das war auf jeden Fall wieder neu. Und sehr lustig. So, ich glaube, das hier ist die zweite Blüte wahrscheinlich in irgendeiner Form. Was passiert denn hier? Ich glaube, das bringt uns einfach nur zurück. Kann das sein? So. Ja, das machen wir auf jeden Fall nochmal, ey. So richtig sinnvoll scheint mir das manchmal nicht zu sein. Aber nun gut, es macht Spaß. Dieser Stein beherbergt den sanftesten und feuchtesten der vier Winde. Den Zephyr. Siehst du den Steinfuchs? Seine Umrisse sind kaum noch zu erkennen. Aber ein Teil seiner Spiegelung ist immer noch im Wasser sichtbar. Es muss einen Weg geben, diese Illusion zu zerstören. Ich würde mal sagen, gehen wir mal erstmal schön hier hin. Das richtig war. Huch, was ist das denn? Da blitzt etwas in der Illusion. Komisch. Das scheint nicht wirklich sehr weit oben zu sein. Aber trotzdem komme ich da gerade nicht hin. Aha, hier sind noch zwei weitere. Die können wir auch noch sich aufpumpen lassen, vielleicht. Und damit tatsächlich das Wasser komplett weg verschwinden lassen. Nur ich weiß noch nicht wie, denn da komme ich nicht mehr hin. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Vielleicht muss ich das aber auch gar nicht. Das hier ist das Merkwürdigste. Ah, ich glaube, das ist gar keine Spiegelung, sondern es ist tatsächlich unter dem Wasser. Und wir müssen irgendwie hier hochkommen. Aber ich weiß nicht wie. Vielleicht muss ich auch nur... Genau, die in irgendeiner Form... Komisch. Aha. Vielleicht komme ich mit denen weiter. Okay. Jawohl. Damit kommt man tatsächlich weiter. Alter Schwede. Kein einfaches Rätsel. Nee, tatsächlich hier hin muss ich. Nice. So, euch werde ich auch nochmal das Wasser abpumpen lassen. Aha. Da ist der letzte Altar, den wir suchen. Cooles Rätsel. Sehr cooles Rätsel.
Das trägt uns sogar noch weiter nach oben. Ah, zum letzten. Okay. Also, auf zum letzten. Den hier nach oben. Boiler. Huch, das war nicht richtig. Der hier. Den wollten wir. Hatten wir gerade eben schon. So, jetzt mal gucken. Nein! Das war falsch. Oder war es richtig? Jetzt bin ich mir unsicher. Kommt man denn hier jetzt noch irgendwie weiter? Hier war doch der Aal eigentlich, ne? Einer der Wächter. Ja, jetzt bin ich mir tatsächlich unsicher, ob das jetzt richtig war oder falsch. Ne, ich glaube, das war richtig. Jetzt sind alle drei mit Wasser gefüllt. Ich konnte das auslösen, also wäre es jetzt eher tatsächlich sinnvoll, das wieder rückgängig zu machen. Und das bei allen dreien zu machen, nehme ich mal an. Das wäre wahrscheinlich das Rätselslösung. Gucken wir mal. Hätte ich ein bisschen besser springen können, muss ich ja gestehen. So. Lassen wir das auch nochmal auffüllen. Genau, und jetzt müssen wir noch den ganz auf der anderen Seite auffüllen. Dafür gehen wir einmal kurz in Winter. Ich glaube, und dann können wir nämlich durch die Reflexion das ganze Ding vervollständigen. Kann das sein? Oh ja. Das sieht gut aus. Der sanfteste aller Winde ist unser. Puh. Auch ein ziemlich krasses Rätsel. Weißt du, Fuchs? Die Knospe ist nicht von Grund auf böse. Ach komm, jetzt hör aber auf. Sie hat nur nicht verstanden, was das Ritual der Jahreszeiten wirklich ist. Sie hat sich von ihren Ängsten überwältigen lassen und sich ein Gefängnis gebaut. Ich flehe dich an. Tu, was du kannst, um sie da herauszuholen und zu uns zurückzubringen. Na gut, tue ich doch sowieso schon die ganze Zeit. Hör mal, aber sowas von... Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann gehen wir der Knospe mal schön auf die Schnauze. Ängste haben, lächerlich sowas.